Alljährlich findet weltweit am 25. November der Aktionstag Nein zu Gewalt an Frauen statt. In Erinnerung und zum Gedenken daran wurde auch in Elbe-Elster wieder ein öffentliches Zeichen gesetzt. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Andrea Emisch-Matschikowski, hisste gemeinsam mit Landrat Jaschinski und weiteren Vertretern der Verwaltung die Fahne von Terres de Femmes zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Gewalt gegen Frauen ist eine der weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Sie ist ein globales Phänomen und kann überall auftreten. In jedem Land, auf jeder Straße oder zu Hause. Seit 1991 ist der 25. November Internationaler Gedenktag für die Opfer von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Hervorgegangen ist er aus Aktionen verschiedener Menschenrechtsorganisationen, welche seit 1981 jeweils am 25. November die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen thematisierten.